Fuck. Weiß gar nicht mehr, wo der ist. Ach, das ist gar kein... Das... Ich wollte zum Speicherpoint schnell reisen. Aber da funktioniert ja gar nicht. Wo zum Teufel war der nochmal hin? Hier in der Ecke, oder nicht? Oh, das könnte sein. Wenn ich hier irgendwo in der... Ja, da ist er! Ich bin auch einfach Big Brain. 200 Millionen IQ. Hier, deine Figuren. Habt ihr meine Puppen gefunden? Ja, haben wir. Hier, nimm sie. Das sind meine Puppen. Meine Java 66. Freut mich, nur für dich. Freut mich für dich. Danke, dass ihr meine Puppen gefunden habt. Hier, bitte. Als Dank dafür. Tschüss, Junge. Wenn dir diese Puppe so wichtig sind, dann passt besser auf sie auf. Mach ich, versprochen. Verlorener Gegenstand des Jagada. Icebergs Quest haben wir auch fertig, aber wenn ich einmal hier bin, da unten war noch ein Jopfgeld. Das möchte ich auch noch mitnehmen. Hier irgendwo in der Ecke war das, ne? Ich glaube ganz unten. Ja. Wer ist er denn, Alter? Hey, Sanji! Sind das nicht die super scharfen Würzpiraten? Wir haben die Mistkerle gefunden. Wenn du willst, können wir sie uns jetzt schnappen, Luffy. Ha, du da. Hohoho, du bist der Koch der Strohpiraten. Hoi. Dein Ruf als guter Koch eilt dir voraus. Ja. Wow, selbst ein wertloser Idiot wie du hat von meinen Können gehört. Es ist mir eine Ehre. Ich konnte deine Arbeit jetzt begutachten und möchte etwas vorschlagen. Möchtest du mein persönlicher Koch sein? Ich suche schon lange nach einem. Niemals! Sanji ist unser Koch, er wird niemals sein persönlicher Koch. Egal, was mein Captain sagt, ich weigere mich, dein Koch zu sein. Für dich sollte ich dann nur den lieben langen Tag scharfes Essen kochen. Wie soll ich mich da wohlfühlen? Ja. Die Verhandlungen sind also gescheitert. Das ist auch egal. Gib einfach die Gewürze zurück, die du von den Händlerschiffen geklaut hast. So einer Forderung würde ich niemals nachkommen. Wenn du sie willst, dann komm und hol sie doch. Na gut, wenn es sein muss. Ich trete dir einen rein für die Küche, von denen du gestohlen hast. Mach dich auf was gefasst. Was für ein lebhafter Koch. Halte die Gewürze bereit, ihr dreckigen Seehunde. Gleich geht es hier richtig gepfeffert zur Sache. Jawohl. Essen ist fertig. Mein Freund, nur für dich. Das war nicht sein Damage. Da habe ich mehr erwartet, to be honest. Heaviness Punch, das zählt aber. Ja, damit. Oh mein Gott! Goddamn! Na, scheiße, ich hätte gehofft, dass sie sie verzaubert. Mächtiger Gegner. Oni. So, mal weg mit dem. So, der macht schon mal nichts mehr. Löwenlied. God damn. 900 Schaden, auch gut. Oh, Giro Secondo. Let's go. Ein Angriff, der viel anregender ist als mein Pfefferstreuer. Das wurde wohl etwas zugepfeffert. Jetzt müssen wir alle Gewürze zurückholen, die sie gestohlen haben.
Okay, jetzt kann Tanti uns ja was Fleisch kochen. Ich bin erleichtert und merke, dass ich Hunger habe. Sanji, Fleisch! Warte noch kurz, erst müssen wir die Typen ausliefern. Wenn das erledigt ist, mache ich besonderes Fleischgericht mit viel Gewürzen. 105.000 von den 10 Millionen, ja klar. Gib mir doch noch weniger. So. Dann reisen wir zum Stadtgebiet, nehmen das Kopfgeld mit und dann gehen wir zur Iceberg. Nita! Hatte ich eigentlich noch eine Quest? Feinde im Untergrund. Ah ja, die Kanalisationssache da. Aber in der Kanalisation sollen ja auch noch Kopfgelder sein. So. Du oder was? Der eine Heini. Ich habe den redseligen Igor gefunden. Luffy, jetzt sollten wir uns schnappen, oder? Seid ihr vielleicht hier, weil ihr das Kopfgeld auf dem schwarzen Brett gesehen habt? Richtig, und jetzt sei still und komm mit. Moment, der Steckbrief ist eine Fälschung. Ich bin hier das Opfer. Ein paar Händler haben mich reingelegt. Was? Wirklich? Ich habe für das Schiff bezahlt und haben die einfach gesagt, dass ich es gestohlen habe. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass sie sowas schon mal gemacht haben, um Leuten Geld abzuknüpfen. Und trotzdem haben sich mich der Marine gemeldet, ein verlogenes Pack. Diese Kriminellen. Stimmt das, Nami? Anscheinend hat dieser Typ nichts falsch gemacht. Chopper, sei doch nicht immer so gleichgläubig. Wenn dieser Händler wirklich hinter diesen Verbrechen steckt, dann kann er einfach der Marine... Kann er das einfach der Marine erklären? Und wenn er wegläuft, ist das nur ein Beweis mehr, dass er als Verdächtiger in Frage kommt. Er hat gelogen. Dann war es also wirklich ein Krimineller? Meine Überzeugungskraft konnte euch also nicht hinters Licht führen. Mich wird man aber niemals kriegen. Wenn meine Überzeugungskraft nicht funktioniert, wird es Zeit für mein Ass im Ärmel. Hier kommt es, macht euch bereit. Oh, das wird uns zeigen. Hier, wo ist es? Thunderbolt! God damn, Alter! Ja, gelähmt, let's go! Igor! Hat ihn gehielt, ja moin. So, der Kollege ist dead. Baskoto. Baskoto! Giftbeutel? Was ist denn damit, Junge? Zack, weg mit dir, Junge. Igor der Tod. Ich so. Klatsch, tot. Let's go. Unglaublich, dass ich fast besiegt wurde. Bevor ich mich an Jaco rächen konnte. Jaco, du meinst doch nicht den Hypnotiseur der Ruß-Pfoten-Piratenbande, oder? Doch, den meine ich. Kennst du ihn? Ich war ein Fan. Aber er hatte seine Anhänger im Stich gelassen und wurde Pirat, nachdem er mit unserem ganzen Geld durchgebrannt ist. Ich brauchte ein Schiff, um ihn zu verfolgen, also habe ich meine Überzeugungskraft eingesetzt, die ich vor so langer Zeit aufgegeben hatte. Die Händler sind also an der Bucht eingeschlafen, weil sie hypnotisiert wurden. Ich verstehe ja, dass du deine Gründe hattest, aber das ist jetzt vorbei. Ergib dich. Mist. So, dann wäre der auch erledigt. Hier kann ich in den Untergrund, oder? Ja, komm, wir gehen runter. Dann gehen wir danach zu Iceberg. Iceberg. Sora, Krieger des Meeres. Tschung, tschung, tschung.
So. Hä? Ach, jetzt bin ich. Null. Naja, hier wollte ich gar nicht hin. Das war ein bisschen fail. Ja, toll. Also zurück. Oder? Was haben wir denn da? Ist das hier die Kanalisation? Da ist eine Truhe. Und da ist ein Wanted Tiny. Well, I'll take that. Ototo. Komm ich denn jetzt da hin? Von hier aus, oder? So. Dann hier hoch. Hier. Moin. Hey. Ist das nicht dieser Verwechselte, von dem wir gehört haben? Oh, stimmt. Das ist der verwechselte Pintag. Luffy, ich glaube, wir können ihn jetzt schnappen. Verstanden. Oh, ihr Fräulein, bist du vielleicht meine verloren geglaubte Schwester? Was? Deine Schwester, Robin? Ich wusste ja gar nicht, dass du einen großen Bruder hast. Wo warst du so lange? Was hast du getrieben? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich freue mich, dass dein Bruder wiedersehen konnte, Robin. Der Typ ist mir total fremd. Dass ich deine Schwester sein soll, ist ja absolut lächerlich. Was? Was? Du bist nicht deine Schwester? Das ist der Falschversteher vom Steckbrief, aber egal. Wie viel du falsch verstehst, wie konntest du nur glauben, dass eine Fremde deine kleine Schwester ist? Schwester, warum streitest du das nur ab? Geht es dir nicht gut? Nein, gar nicht gut. Da steht nämlich so ein nerviger Mann vor mir, der glaubt, dass ich deine Schwester bin. Was sagst du denn da? Und warum sagst du das? Jetzt hast du deinen Bruder so richtig verärgert. Oh, dass der Boss was falsch verstanden hat? Hat ihn so richtig verärgert. Hey, wir stehen unserem Boss zur Seite. Wenn nicht, kriegen wir Ärger. The fucking what? Sorry, Sanji. Aber dann muss auch Robin dran. Außerdem die Stufe 33, ja, die anderen sind 37, da ist ein bisschen mit. Na klar, warum nicht? God damn! So. Gear Secondo. Gear Secondo. Gomo Gomo no. Power up! Wie konnte ich nur gegen meine kleine Schwester verlieren? Nicht gegen deine Schwester, gegen eine Fremde. Aber du hörst mir gar nicht mehr zu, oder? Oh, er war also gar nicht dein Bruder. Ich dachte wirklich, dass er dir ähnlich sah. Er sah mir überhaupt nicht ähnlich. Warum siehst du so wütend aus? Sie muss müde sein, nachdem sie sich mit diesem Typen rumschlagen musste. Das sagt er, der richtig kleine verirrte Spinatschädel. Ich bin es langsam echt leid, dass ich mich mit dir und meinem miesen deinem miesen Orientierungssinn herumschlagen muss. Mir doch egal. Mach Hackleider. What the fuck passiert da, Alter?
Guck, hier sieht man das auch. Hier ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Jetzt sieht man das hier. Die drei Zacken im Strohhut. Von Buggys Kling. Crazy Detail. Crazy. I like it. I love it. Kann ich hier nicht schnell reisen? Da, da ist auch noch so ein Heini. Arten von Status leiden 3. Oh, Nita! Hau ab. So, ich habe keine Ahnung, um welchen Ratten es geht, by the way. Speichern tue ich mal. Wir haben nämlich ganz schön viele Quests abgeschlossen. So, hier links irgendwo entlang. Hier. Am Butt. No. Oh, no. So, und dann. Und dann hier entlang. Die Schnecke in der Ecke. Oh, ist das nicht das Kopfgeldziel? Ja, das ist zweifellos der pfeifende Palin. Meinst du, wir sollten uns hier schnappen, Chopper? Du da! Wer ist das? Nani? Wie unhöflich! Es ist Meister Palin. Er kann mit Pfiffen kommunizieren. Ja, und er sagt, ein sprechender Waschbär, das ist selten. Wir sollten ihn verkaufen. Egal! Ich bin kein Waschbär, du wirst mich auch nicht verkaufen. Ruhe wird es hier. Wir sind Freunde der Weltaristokraten. Der Weltregierung wird es nicht gefallen, wenn ihr Widerstand leistet. Das sagt Meister Palin. Wow. Du bist mit den Weltaristokraten und der Weltregierung verbündet? Wenn das stimmt, warum ist dann auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt? Du bist dir sicher, dass dein Kopfgeld nicht steigt, weil du nichts mit der Regierung zu tun hast? Klappe! Ich bin beeindruckt, dass du so wagemutig warst, uns mit den Weltaristokraten zu drohen. Das ist uns völlig egal. Genau, und jetzt macht euch auf was gefasst. Das wollt ihr also? Dann zeige ich euch, mit wem ihr euch hier anlegt. Das sagt Meister Palin. Haha, wir zeigen es euch. Er sieht mir fancy aus als andere. Jet Whip. Hier ist Sekando. God damn, der Damage, Alter. Oh, Masi. So, der Palin ist tot. Grappe. Trento für. Ah, ne, das ist Flo. Was passiert hier? Grappe. Bot. Klatsch. Mada yaru nara aite ni naru zo. Shikare ga modotte kite ne. Was für ein furchterregende Bande, das hustet er. Das sagt Meister Palin, der jetzt ohnmächtig ist. Okay, liefern wir ihn aus. Es ist möglich, dass sie wirklich Verbündete der Weltaristokraten sind. Also sollten wir beschwinden, bevor irgendwas passiert. Ist es dafür nicht ein bisschen zu spät? Wir haben doch nur ein Kopfgeldziel gesucht. Selbst wenn sie Verbündete sind, haben wir nichts zu befürchten. Ja, wir haben ein paar korrupte Händler aufgehalten, die illegale Tiere verticken. Das reicht. So, um welche Mäuse handelt es sich denn hier? Ach, Mann!
Sanzen. Gleich mal aus dem Weg hier. Na klar, der überlebt. Beide. So, mein Freund. Hier ist der Kando. Komm, komm, komm. Völlig übertrieben. Was war denn das für eine Aktion? Mach dich weg. Muss eine Sache mal eben ändern. Seid ihr die Ratten, von der gesprochen wird? Ja, sieht zumindest aus wie Ratten. Thunderbolt Tempo! Thunderbolt Tempo! Alter! God damn, das ist ja mein Endscreen. Das sind die Äußer, ne? Ich habe keine Ahnung, von welchen Mäusen die sprechen. Können wir mal probieren. Nochmal hier, Thunderbolt Tempo. Thunderbolt Tempo! God damn, der Damage ist crazy, Alter. Hidoi nioi. Jime jime shiteru shi. Inki kusai basho ne. Ikkoku mo hayaku koko kara osaraba shite. Ofuro ni demo haritai wa. Hier waren es aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung, welche gemeint sind. Was denn hier? Ach, der Aufzug ist hier, ne? Oh, ich konnte nicht an ihm vorbei rennen. Gatolina! Gatolina! Na, das ist völlig ein Nachteil. Mirage Tempo, verdammt, ich werde mal aussetzen. Ah, okay. Macht aber keinen Damage, verstehe. Flip. Tatsumaki. 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 Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Nami im Kompliment gemacht hat, oder? Mumm, Verteidigung, Blitz, Frost, Verbrennung.
Ja, das ist alles nicht so das, was ich will. Ich habe halt wirklich legit null Ahnung, welche Mäuse gemeint sind. Können nur die sein, oder? Ja, er ist einfach Krokodil. Erhöhter Schaden. Na dann. Geir, Sekando! Katarina! Geht aber nur viel Besitz an der Menge Kochzutaten und Erfahrungsbonus bekommen. Swingarm. Oh oh. Klatsch. Ichibugin. Das hat den gar nicht so interessiert. Der hat aber eine Krone, Alter. Der König, der. Noch ein Nachteil, völlig im Nachteil. Fähigkeit. Gumm, gumm, Riesenpistole. Vielleicht müssen wir alle von diesen Mäusen besiegen. Ich mache es einfach mal. Besiege böse Maus innerhalb von einer Runde. SP für die Kur erhalten. Ja, da sage ich ja nicht. Da sage ich danke und halt tschüss. Thunderbolt Tepper! Böse Maus ist gelähmt. Ui. Weg mit euch. Katarina! Zack. Easy. Böse Maus B besiegt. Erfahrungsbonus. Cool. Plus 11k. Boah, eigentlich müsste der Robin nur so strotzen vor Points. Da unten ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Sonst wüsste ich auch nicht, was noch gemeint sein könnte. Keine Mäuse, nix. Müsste ich mal nachgucken, wenn dann. Weiß er wirklich gerade nicht. Ach ne, falsch. Falsch, 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 falsch. Ach nein, ich wollte mich nicht dahin teleportieren. Ja. Hier vielleicht, Moment. Hey,
Nee, auch nicht. Okay. Dann weiß ich nicht. Ah, oh, ich wollte auf Ruffy. Opa. Hier unten ist aber auch nichts, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Dann habe ich wirklich keine Ahnung, was gemeint sein soll mit den Mäusen. Bonita. Vielleicht auch noch tiefer, kann auch sein. Warte mal. Kann er auch schnell reisen? Hallo, ich tipp doch Tap. Ah, Tap sei schon. Ja. Kanalisation. Kann man nur hier. Verstehe. Hey, Nisa. Oh, ist Nacht geworden. Schick schön die Stadt bei Nacht. Das hat so Griechenland-Vibes ja alles, ne? Digga, mit sich Griechenland, das war so schön da, Alter. Wir haben allen Bescheid gegeben. Meine Güte, das habt ihr echt hervorragend gemacht. Waren sie sehr sauer? Naja, wir konnten sie beruhigen, aber nächstes Mal gehst du besser selbst. Auf gar keinen Fall. Und du willst der Bürgermeister sein? Ja, und ich habe genug Autorität, um damit durchzukommen. Hier, für eure Mühen. Aber gut, heute habe ich den Rest des Tages frei. Wie wär's, wenn ich euch die Fabrik zeige? Wirklich? Ich wette, dass der Papierberg auf deinem Schreibtisch kein Stück kleiner geworden ist. Dieser Bericht angeblich wurden viele Verletzte in der Nähe der Kanalisation gefunden. Das muss durch die Aqua Laguna passiert sein. Das ist gar nicht gut. Mit dem Plan geht es voran, aber ich bin mit meiner Arbeit als Bürgermeister viel zu beschäftigt und ich werde auch nicht jünger. Bürgermeister? Du siehst besorgt aus. Frankie, würdest du mit ihm reden? Oh, hey, wie geht's? Wie steht's? Frankie, was soll dieser komische Aufzug? Und wie bist du so groß geworden? Aber eigentlich soll es hier um dich gehen. Was hat es mit dieser seltsamen Mine auf sich? Immer mehr Leute werden in der Nähe der Kanalisation verletzt. Hey, könnt ihr euch nicht für mich darum kümmern? Leider weiß ich immer noch nicht, was hinter den Angriffen steckt. Wir müssen uns erst einmal einen Überblick verschaffen und die Leute in der Gegend befragen. Bei der Kanalisation werden Leute verletzt, vielleicht wurden sie von wilden Bananenkrokodilen angegriffen. Sowas kann in Water 7 passieren? Leute, meine Augen drehen plötzlich. Ich glaube, meine Kanalisationsallergie wird wieder stärker. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich gebe den anderen Bescheid. Wir kümmern uns darum. Befragen wir die Leute, die sich bei der Kanalisation aufhalten. Icebergs Geschenk. Noch mehr Iceberg-Aufgaben. Ach man, ich drücke immer die falschen Tasten. Wo ich mal hingehen wollte. Dock 1. Eingang. Das nehme ich auch noch wanted. Tyrannosaurus, die Maus von Iceberg, der Bürgermeister von Water 7. Oh, Nita! So, da in der Ecke, ne, irgendwo. Ja, da oben drauf, glaube ich. Sieht schon echt schön aus bei Nacht, ne? Muss ich mal einfach so sagen. So, ihr beiden Gebrüder Affen. Das sind die beiden idiotischen Brüder. Sie sind ziemlich gut versteckt. Möchtest du mit denen reden, Luffy? Oh, die Galera-Schiffszimmermänner sind da. Seid ihr nicht die Strohpiraten? Hm? Wir haben sie endlich gefunden, großer Bruder. Oh. Stimmt, kleiner Bruder. Wir haben zwar vorhin nicht aufgepasst, aber jetzt ist unser Kopfgeld viel höher. Jetzt dürfen wir ihn nicht verlieren. Stimmt, stimmt. Auf dich ist jetzt die unglaubliche Summe von 5 Millionen Berry ausgesetzt.
Ja, Glückwunsch zu weiteren 2 Millionen, Barry. Hey, sieh mal, großer Bruder, die Frau da säuft schon ganz niedergeschlagen. Stimmt, kleiner Bruder, sie hat richtig Angst vor meine 5 Millionen, Barry. Könnt ihr endlich mal still sein? Oh Mann, komm schon, ich nehm's mit euch Idioten auf. wie aufregend, das sind meine 5 Millionen, Barry, schwerer großer Bruder. Das ist mein 5 Millionen großer... Mein 5 Millionen Barry schwerer großer Bruder. Großer Bruder, du bist ja der mit dem weißen Haaren. Komm schon, kleiner Bruder. Zeigen wir ihnen den Schrecken von 5 Millionen Barry. Jetzt steht Luffy außerhalb des Kampffeldes fast. Extreme Tigerfall, da sehe ich mich. Ja, der Junge. Kann die, oder ist das Widerstand? Schade. Wäre cool, wenn man hätte machen können, dass sie sich beide verprügeln gegenseitig. Wo ist denn hier Luffy? Ja. Geh durchs Kando! So, war schon lange nicht mehr gemacht. Itadeki! Dore, dore. 3400 Barry. Was man hat, das hat man, ne? Klatsch. Klatsch. Easy SP. Do? Wir geben auf. Ihr seid wirklich stark. Sogar noch stärker als 5 Millionen Barry. Stimmt, kleiner Bruder. Wir haben uns heute fangen lassen. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir werden dafür sorgen, dass unser Kopfgeld erhöht wird. Und Rache nehmen. Hey, könnte es sein, dass... Ja, wir werden die Steckbriefe dieser Typen bestimmt irgendwo wiedersehen. So. Bei der unteren Küste ist kein Kopfgeld, ne? Nee. Stadtgebiet. Da oben müsste irgendwo die Kanalisation sein, ne? Kontakt! Nissa! Itadeki! War das nicht so, dass manche Gegner nachts stärker werden? Ich guck mal, wenn ich einen sehe, wo Erfahrungsbonus bei ist. Greife ich die mal an. Geht es dir gut? Hau ab! Hat auch keinen Erfahrungsbonus. Hier müsste die Kanalisation sein, oder nicht? Da, der Kollege. Oh, verflucht, die haben mich erwischt. Mist, das kam da eben angeflogen. Kannst du ruhig, ich seh mir das mal an. Diese Bischbohnen. Das könnte eine Fledermaus gewesen sein. Diese Stelle ist etwas feucht, also muss das Tier aus der Kanalisation gekommen sein. Ihr solltet euch von hier fernhalten. Angeblich werden in dieser Gegend oft Leute verletzt. Aus der Kanalisation soll er gekommen sein. Also seid ihr diejenigen, die den Auftrag des Bürgermeisters angenommen haben. Danke dafür. Seit der Aqua Laguna treiben sich ein paar angriffslustige Biester in der Kanalisation rum. Die Wellen der diesjährigen Aqua Laguna waren höher als üblich. Das Meereswasser wurde bis in die Kanalisation gespült. Was meinst du mit Biester? Das sind Fledermäuse. Fledermäuse. Genauer gesagt Goldfledermäuse. Aber eine von denen ist nicht normal. Die ist viel gefährlicher als alle anderen. Ich wette, dass ihr mit ihr fertig werdet. Alles klar, überlasst das einfach mir. Kommt Leute, sehen wir uns in der Kanalisation mal um. Sagt mir Bescheid, wenn ihr sie ausgemerzt habt. Ich verlasse mich auf euch.
Besiege 3 wilde Goldfledermäuse. Und wieder in die Kanalisation. Ich kann nicht mehr. Nee, nee. By the way, was ist das jetzt hier eigentlich? Hilf Iceberg. Ich will ihm nur mal helfen. Waterford. In der alten Kanalisation werden Leute von ungewöhnlichen bösen Berserkermäusen angegriffen. Halte sie auf, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Alten Kanalisation. Ist das hier nicht die alte Kanalisation? Blick da nie ganz durch. Du bist schon mal kein. Uah. Perfekt. Oh. Funktioniert doch mal. Seid ihr die Ersten, die davon dran glauben müssen. Erhöhte Angriffe für Gegner im Gebiet von Zoro. Easy SP. Dann kann ich auch hier. Easy one hit. Wieso kriegt fucking Frankie schon zum zweiten Mal in Uprank, aber Robin noch nicht einmal? What is the cheat von Frankie? Wait, bist du eine böse Berserker-Maus? Erhöhte Chance beim kritischen Treffer. Wilde böse Maus, aber keine Berserker-Maus. Nami, du musst noch mal ran. Nee. Thunderbolt. So, hat schon eine ganze Menge eingesteckt, ne? Putz, putz. Zack. Zack. Daikengo ni naru shimade. Robin hat Uprank bekommen, ich kann es nicht glauben, dass ich das mal erleben darf. Da unten ist noch so eine Keckkröte, Schnecke meine ich, Kröte vor allem. Hier ist gar nichts. No. Weg mit den Viechern, keine Zeit jetzt für euch Schnecken. Na, einer hat überlebt, nicht euer Ernst. Mach dich weg. Nur viel Stufe Level up. Ich überspringe das Ganze. Wenn die Sprüche da zum 200 Millionen zum Mal kommen, dann muss man sich ja nicht mehr geben, ne? Dann überspringe ich das auch mal gerne. Nur wenn die was Neues sagen, dann. Hör ich da gerne mal rein. Oh. Ja. Na, wie dafür habe ich dich. Die macht das wirklich einfach ohne, Alter. Die ist crazy. Nami ist einfach OP.
Nani? Sugeh na, omae. Arigato. Skoshi wa oyak ni tateta kashira? Atashi no seichou wa tomara. Waza no kire ga mo. Nami ist der Stufe 40, oder? Holy moly. Ist ein normaler Weg. Was haben wir noch hier? Da geht's hoch. Ein Bobo Vogelei. DJ Bobo. So, ein bisschen nach vorne holen das mal. Blick hier nicht ganz durch, wo ich bin, ne? Beziehungsweise. Ich weiß schon, wo ich bin, aber ich meine. Wo ich schon war. Nein. Irgendwie muss ich hier hinkommen. Oh, jetzt seht ihr, hier oben ist nicht dein Scheiß Ernst. Keine Zeit gegen dich zu kämpfen. Und was noch viel wichtiger ist, ich habe auch keine Lust. Ah. Hier ist noch eine Fledermaus, das ist schon mal gut. Danke! So, mal weg die Viecher. Nani, sugeh na, omae. Arigato. Skoshi tsuyoku. So, dann sind die auch alle Level up. Erstatte Tordorfer-Bericht. Machen wir. Aber wo diese komischen Mäuse sein sollen? Hä? Hier vielleicht? Der Fang. Hey! What happened? Ototo! Bin mal gespannt jetzt, wo die Final Season von der AOT läuft. Ob davon auch ein neues Spiel rauskommt. Wäre auch geil. Mit den Mäusen habe ich keine Ahnung, to be honest. Ich gehe jetzt zum Bürgermeisterplatz. Gib die Quest ab. Oh, Nita! Und dann schauen wir mal. Vielleicht sind die auch gar nicht in der Kanalisation, die Mäuse, die gemeint sind. Ihr habt sie erledigt? Könnt ihr dann mit den aufgewühlten Bürgern Bescheid geben, damit sie sich keine Sorgen mehr machen müssen? Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich dann nochmal hinrennen. Das hat eine Lauferei hier, ne? Das ist wirklich das Einzige, was mich nervt. So unnötige Rennerei hier. So, ihr Plebs. Die Goldfledermäuse sind besiegt. Ihr könnt in Ruhe weiter rumchillen. Also, waren das wirklich Goldfledermäuse? Ihr seid vielleicht stark. Oh, ihr habt alle erwischt. Dank euch kann ich mich wieder sicher fühlen. Danke.
Danke, du bist eine riesige Hilfe. Haha, da sagen wir mal Herrn alles Bescheid. Ja, aber ob das wirklich reicht? Was ist los, Robin? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Wir haben uns um das Problem in der Kanalisation gekümmert, aber der Bürgermeister scheint etwas andere Sorgen zu machen. Du kannst ihn bestimmt aufheitern, Frankie. Ihr zwei kennt euch schon so lange. Ich schulde ihm wohl was für die Sunny. Na gut, gehen wir zu ihm zurück. Ich werde ihn seine Sorgen vergessen lassen. Hört sich ein bisschen falsch an. So. Ah. Ja, ich wollte mich nicht hierhin teleportieren. Ich dachte, ich müsste auf die Weltkarte. Nisa! Jupp, genau. Genau. So, Herr Eisberg. Hab ich nicht langsam genug gemacht? So. Ihr seid's. Und konntet ihr das Problem bei der Kanalisation lösen? Ja, wir haben sie ordentlich vermöbelt. Gute Arbeit. Hier ist eure Bezahlung. Schön und gut, aber du siehst noch immer genervt aus. Ja, so leicht. Lass ihr mich nicht vom Haken, was? Nun ja. Ich bin nun mal der Bürgermeister von Water 7. Meine Arbeit nimmt halt kein Ende. Und nebenbei will ich meinen Traum verwirklichen. Das ist eine wirklich große Sache, die jedem Water 7 helfen würde. Ich kann und will meinen Traum nicht aufgeben. Doch es scheint einfach nicht zu klappen. Natürlich nicht. Abgesehen davon kann niemand in meiner Firma Khalifa ersetzen. Deshalb mache ich mir die ganze Zeit Gedanken. Du hast so viel zu tun, dass du nicht mehr klar denken kannst. Und du willst ein Lehrling von Tom sein, du Dummkopf? Sei ein Mann und zieh's durch. Mehr gehört doch nicht dazu. Sei ein Mann und zieh's durch. Jetzt klingst du wie Tom. Aber du hast schon recht. Gut. Ich muss mich zusammenreißen und an die Arbeit machen. Du hast ihn seine Sorgen wirklich vergessen lassen. Bürgermeister, vielleicht brauchst du jemanden, der dir einen Teil der Arbeit abnehmen kann. Ja, du hast recht. Schwebt dir schon jemand vor? Jemand, der mir meine Arbeit abnehmen kann. Ich brauche einen Sekretär. Ich sollte eine Stellenausschreibung aufsetzen. Mir ist egal, wen ich dafür anstelle. Hauptsache, die Person kann arbeiten. Ich brauche jemanden, der sich um meine Pflichten als Bürgermeister und Firmenchef kümmert. Er muss Futter für Tyrannosaurus besorgen. Futter für eine Maus zu kaufen gehört nicht zu den Aufgaben eines Sekretärs. Vielleicht nicht, aber es gehört zu den Aufgaben meines Sekretärs. Du wirst dich wohl nie ändern, Eisberg, hä? Verwirkliche deinen Traum. Das werde ich. Mit meinem neuen Sekretär. Ich wette, du hast das ganz Große vor, Herr Eis. Ich drück dir die Daumen. Ja, ich habe große Träume, wie ihr. Da wäre noch etwas. Ich möchte dir etwas sagen, Nico Robin. Mir? Was denn? Ich hatte Angst davor, dass du Pornoglyphen entziffern und die antike Waffe wiedererwecken kannst. Deshalb hast du versucht, mich zu töten. Ja. Aber als ich gesehen habe, dass du jetzt zu den Strohhunden gehörst und versuchst, dich zu beschützen, habe ich es mir anders überlegt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dir wirklich vertraue, aber ich bin mir sicher, dass du die Welt nicht zerstören willst. Nicht so lange du bei ihnen bist. Das ist mir durch den Kopf gegangen, als ich euch gesehen habe. Ach, hey, das war schon alles. Verstehe. Diese Ansprache war deprimierend, hä? Im Grunde will ich nur sagen, dass ich euch die Daumen drücke. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Eisbergs Geschenk. Mein Gott. Ist das was Geiles? LP 1050. Es ist okay. Es hätte auch besser sein können. Angriff. Hier irgendwas geiles Neues bekommen. Smokers Jacke. Das kann ich sogar anziehen. Habe ich einen Platz für? Well, I'll take that. Gut, dann würde ich sagen, wir machen den Rest. Oder mit der Hauptstory weiter in der nächsten Folge. Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Follow, ein Sub, wie auch immer. Alles würde helfen, alles hilft generell. Kuss an alle, die es machen. Wenn nicht, schade, aber kein Muss.
Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss.